Herzlich willkommen zurück, Leute. Ihr habt mir einen Tipp gegeben, und zwar soll ich nochmal bei Shana verschiedene Uhrzeiten ausprobieren. Ich bin ja nicht weitergekommen letztes Mal, aber ich gehe sehr gerne diesem Tipp nach. Ich habe es auch schon einmal probiert, eben offscreen, weil ich absolut nicht weiterkam. Und ich habe dann tatsächlich noch eine Uhrzeit gefunden, bei der was passiert ist. So, zunächst mal durch die Tür gehen und dann dem Pfeil folgen. Und schon kommen wir wieder in Shanas Raum. So, bisher hatten wir nur diesen kleinen Zettel hier mit dem Hinweis, dass wir wahrscheinlich Bruno einen Gefallen tun sollen. Und jetzt kann man aber noch eine andere Uhrzeit einstellen. Und zwar habe ich einfach auf gut Glück rumprobiert. Ich muss es zugeben, ich hatte keinen Plan. Und habe eben einfach mal den Zeiger auf jede erdenkliche Uhrzeit gestellt. Immer wieder den Knopf betätigt und so weiter. Das habe ich reihum gemacht, bis es dann 11:45 war. Und da haben wir zum ersten Mal ihre Umrisse gesehen. Gut, und der Lichtstrahl sorgt wieder dafür, dass wir einen weiteren Zettel finden. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Die Farben kommen zurück in die Welt. Ja, Leute, und was soll ich euch sagen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe einfach nicht begriffen, was das Rätselslösung ist. Ich musste nachschauen. Es tut mir leid. Ich habe es also jetzt gegoogelt und habe herausgefunden, ich hatte recht, also mit dem schlafenden Riesen war Bruno gemeint. Und zwar stehen ja hier die Uhrzeiten, wann Cedric was tun soll. Da hätte man natürlich auch drauf kommen können. Na gut, 12.15 Uhr also, das war die Uhrzeit, die ich mehr oder weniger zufällig herausgefunden habe. Bruno waschen, das heißt ihm einen Gefallen tun, das gibt uns den Hinweis darauf. Und eben hat sie gesagt, die Farben kommen zurück in die Welt. Und das, was am ehesten zu dieser Aussage eben passt, naja, Wohnwagen aufräumen, Rülpsalphabet proben, hat nicht wirklich was mit Farben zu tun. Das Einzige wäre eben Probenbeginn bei Sonnenaufgang. Die Sonne geht auf, die Nacht zieht sich zurück und die Farben kehren in die Welt zurück. Also stelle ich jetzt mal 5.30 Uhr ein. Tja, Leute, ich muss leider gestehen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Aber man kann es ja nicht ändern. So, 5.30 Uhr. 5.30 Uhr? Ja. Wer ruft mich? Oh, das... Das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind. In einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Cedric und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Oh je. Die ist ja ein bisschen gruselig, ne? Die ist wirklich ein Schlangenwesen. Und zwar hat mich geschickt ein Chaski namens Bobby im Auftrag des Königs unterwegs. Niemand schickt mich. Ja, das mache ich jetzt einfach mal so nach Intuition. Niemand schickt mich. Ich arbeite allein. So, so. Der Clown sagt, er arbeitet allein. Nur woran er arbeitet, das sagt er nicht. Weiß er es überhaupt? Gute Frage. Ich schätze, ich will einfach etwas Sinnvolles in meiner Zeit anfangen, anstatt den Clown zu spielen. Jede Nacht träume ich vom Verfall der Welt. Ich will nicht tatenlos zusehen. Er will eine bedeutungsvolle Aufgabe. Er glaubt, dass ihn das zufrieden machen wird. Er irrt sich. Das kannst du nicht wissen. Du hast ja nicht einmal meinen Traum angehört. Und das werde ich auch nicht. Wenn das der einzige Grund ist, warum der Clown hier ist, muss er jetzt gehen. Warte, es gibt noch einen anderen Grund. Warum spricht sie mit mir in der dritten Person? Das macht mich ein wenig nervös. Gut, das war schon mal offensichtlich die falsche Antwort. Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich.
Kein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind? Ja, das ist eine lange Geschichte. Er wurde von den Askil überfallen. Die Aski sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen. Steht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt? Das ist tatsächlich beunruhigende Kunde. Und nun? Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Wenn er tatsächlich ein Chaski ist, dann kann er sich selbst helfen. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Gut, ich bin ihr nicht wichtig genug. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Auf jeden Fall lassen wir uns nicht so leicht abwimmeln. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Naja, dann muss Spot eben mal aufs Klo gehen. Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid. Ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Oh Gott. Shana, du wirkst plötzlich etwas... Ich weiß auch nicht... Verkrampft. Das ist nicht übel. Irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass... Selfik! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Sedwick, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt, retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir noch mal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus.
Oh je, Freunde. Das waren jetzt aber keine guten Nachrichten. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt, oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Ach du Schande. Sollen wir jetzt lügen? Ich will nicht darüber reden. Wir sollen die Welt retten oder zerstören. Das Erste spricht dir ja nicht aus, ne? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Nee, er bringt es nicht über sich. Ich will nicht darüber reden. Das sollte er aber. Nur ich kann dem Clown helfen, sein Schicksal zu erfüllen. Ja, das wäre super. Vielleicht später? Nein, ich muss es jetzt wissen. Wie war der Wortlaut der Prophezeiung? Gut, wir haben keine andere Wahl, als sie anzulügen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört. Richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Mhm. Gut, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja, der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Okay, ja, wir müssen auf die Insel. Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer, aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Ja, wäre natürlich sehr schön, wenn wir die Welt nicht vernichten würden. Wo finde ich Kalida noch gleich? Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Ach ja. Mhm. Was soll ich nochmal tun? Der Clown muss den Flüsterstein nach Corona bringen. Und auf diese Weise rette ich die Welt vor dem Untergang? Ja! Wie es prophezeit wurde. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Mhm, das macht mir wiederum große Hoffnung. Ja, Freunde, was für eine dramatische Wendung in der Geschichte. Meine Güte, Shana ist endlich aufgetaucht. Und wir haben erfahren, dass wir als Hedwig tatsächlich den Untergang der Welt, von dem wir so oft träumen, selber hervorrufen werden. Ob das stimmt, ob wir die Sache noch abwenden können, wir werden es sehen, Freunde. Auf jeden Fall werde ich mit eurer Unterstützung weitermachen, Cedric hier durchbringen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ja, Freunde? Bis dann, ciao!